Hallo, Mr. T-Rex. Oh Gott, ist der riesig. Hoffentlich hat der schon gegessen. Oh Gott, der schnappt sich doch den jetzt. Er hat seine Beute. Alter, der hat den mit einem Haps getötet. Oh oh. Oh oh. Mudan Fadan, ich habe Scheiße gebaut. Moin Leute, am heutigen Tag werden wir mal einen Dinosaurier-Simulator testen. Und zwar nennt sich das Ganze Saurian, ist momentan in der Early Access Phase. Das bedeutet, es befindet sich in einer ganz, ganz frühen Version, vergleichbar mit einer Alpha- bzw. Beta-Version. Aber das wird uns am heutigen Tag nicht davon abhalten, das Ganze einfach mal zu testen. Wir drücken auf New Game und scheinbar kann man den T-Rex noch nicht wirklich spielen. Aber den Willi, Dagotaraptor, du siehst aber auch aus wie eine Kreuzung zwischen einem Velociraptor und einem Huhn. Triceratops kommt auch bald ins Spiel und den Namen werde ich nicht mal ansatzweise versuchen auszusprechen. Okidoki, Dagotaraptor. Ah, jetzt können wir auswählen, Männlein, Weiblein. Ja, sagen wir, das kann das Spiel aussuchen. So, jetzt wird erstmal ein bisschen geladen. Es wird ziemlich lange geladen. Es wird exorbitant lange geladen. Ho! Ich habe ein Geräusch gehört. Das ist ein gutes Zeichen. Es könnte tatsächlich losgehen. Hallo? Ha! Da bin ich! Hi! Hallo! Bist du meine Mama? Du bist mein Vater? Ha! Ich habe scheinbar auch Brüder. Dagotaraptor sind keine guten Eltern. Sie werden mich als Baby tolerieren. Aber sobald ich so ein Jugendlicher... Dagotaraptor, wer wollen Sie mich fressen? Ihr seid aber tatsächlich nicht so sonderlich gute Eltern. Ah, unten rechts sehen wir Durstanzeige. Hunger ist das Grüne und meine Leben das Rote. Ja, das klingt doch klasse. Dann gehen wir, machen wir hier mal einen kleinen Familienausflug. Ah, Stamina habe ich scheinbar auch. Ach so, das ist der Kreis, der schließt sich dann so ein bisschen. Okidoki, kriege ich auch ein bisschen was ab? Hä, was ist der denn da gerade? Sind wir keine Fleischfresser? Boah, gut. Achso, hier können wir... Ah, warte mal. Wir gehen zum Wasser und dann trinken wir einfach mal was. Ah, Astrein. Hey, Moment mal. Mudan... Oh, Mudan ist da vorne und da hinten ist ein Triceratops. Seht ihr das da drüben? Fadan, wollen wir nicht auch noch da drüben? Hallo, Bruder. Hi. Ach, guck mal, wir können ja auch so ein bisschen zuschnappen. Hey, Bruder. Hi. Oh, guck mal, ich bin so ein kleiner Schnapper. Ich glaube, ich habe gerade meinen Bruder umgebracht. Ich glaube, ich esse gerade meinen Bruder. Was? Okay, wir haben aufgegessen. Gott, hoffentlich hat das Vater nicht gesehen. Predator can be detected by other animals. Ah, warte, ich kann ein bisschen sniffen. Ach so, und dann kann ich so Beute aufspüren. Ja gut, da lag mal Beute von unserem Bruder. Aber hier im Wasser ist scheinbar auch ein bisschen was los. Ich möchte da hinten zu dem Triceratops. Da ist doch auch, sind doch auch Mudan. Mudan ist doch dahin geschwommen. So, hallo. Ah, da hinten. Kann ich auch im Wasser? Nee, im Wasser kann man scheinbar nicht sprinten. Was ist das da vorne? Das ist Krokodil. Oder ist es mein anderer Bruder? Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Krokodil. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Okay, die sind scheinbar nicht aggro. Die wollen keinen Beef. Okay, es gibt hier manchmal so ein paar kleinere Ruckler. Oh, da hinten! Da hinten ist der Triceratops. Perfekt. Tschüss, Verdammt. Wir sehen uns im nächsten Leben. Ist wie gesagt noch eine ganz, ganz frühe Version. Hallo, Mama! Moment mal. Du bist nicht meine Mutter. Guten Tag, Sir. Haben Sie irgendwo meine Mutter gesehen? Alter, wie sieht der denn aus? Sir, Sie haben... Scheiße! Ich bin nur gegen den gerannt. Okay. Memo an mich selbst. Erstens, nicht meinen Bruder essen. Zweitens, nicht gegen irgendwelche Dinos rennen. Und da sind wir wieder. Ah, endlich wieder eine glückliche Familie. Muttern und Vatern sind beide da. Mein Bruder ist... Oh! Oh Gott. Seht ihr das da hinten? Ist es ein T-Rex? Ich glaube schon. Ich gehe mal näher dran. Ich zoome mal ein bisschen näher auch an mich ran. Alter Schwede, tatsächlich. Da ist ein T-Rex. Wir schleichen uns mal nur so ein bisschen an. Das sieht ja schon ganz schick aus hier oben.
Und wieder ein kleiner traumhafter Ruckler. Hallo, Mr. T-Rex. Oh Gott, ist der riesig. Hoffentlich hat der schon gegessen. Okay, ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen doof, aber ich will das... Oh Gott, der schnappt sich doch den jetzt. Oh oh, er hat seine Beute? Alter, der hat den mit einem Haps getötet. Oh oh, oh oh, Hilfe. Kommt der auf mich? Der kommt doch auf mich zu. Hilfe! Murran, Fadran, ich habe Scheiße gebaut. Okay, alles gut. Warte mal, jetzt muss ich gar nicht meinen Bruder essen. Sondern ich kann einfach das snacken, was er erlegt hat. Ja, tatsächlich, wir mümmeln. Oh oh. Bewegt sich der T-Rex gerade zu meinen Eltern? Okay, an dem essen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Tja, eben hast du mich noch umgebracht. Jetzt bist du selber Beute. Wie lange kann ich denn an dir essen? Alter, du bist aber auch ein ziemlich hässlicher Kopf. Okay, ich glaube, wir haben genügend gegessen. Wir können uns die Beute ja auch aufsparen. Ich muss jetzt aber kurz mal gucken, nicht, dass der gerade meine Eltern frisst. Oh oh, schnell weg. Ach da! Was? Moment mal. Das ist auch eine andere Spezies. Hat der das gerade geschafft? Der tatsächlich hier. Das ist doch meine Spezies. Kann ich dich essen? Tatsächlich, man kann echt alles essen. Schaffe ich den? Ich glaube nicht. Sind wir eigentlich schon größer geworden? Weil ich meine, wir haben jetzt ja schon ordentlich reingehauen. Oh oh, der T-Rex? Nee, ich dachte, der attackiert den einen jetzt. Okay, wir ziehen einfach mal weiter. Oh, da hinten ist ein Triceratops. Es wäre krass, wenn die beiden mal fighten. Würde eigentlich der T-Rex definitiv gewinnen? Weil ich meine, wenn so ein Triceratops einfach auf so ein T-Rex draufläuft, dann ist der ja auch ziemlich gefährlich. Weil ich meine, zieht euch seine... Sir? Okay. Okay, ich gehe mal ganz kurz runter und trink was. Sorry halt für diese kleinen Mini-Ruckler, aber dafür kann ich nichts. Das ist halt einfach das Spiel. Oh oh, nicht zu tief ins Wasser. Was macht der? Ah, der hat auch Durst. Ich trinke auch mal ganz kurz was. Okay, das hat sich jetzt wieder aufgefüllt. Oh oh. Ach, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen Durst. Hey. Da vorne ist der Typ, der meine Eltern umgebracht hat. Glaubt ihr, den schaffe ich? Vielleicht mit einer Überraschungsattacke? Der badet einfach eine Runde. Mann, ich wäre auch gern so ein großes Tier. Gegen den da vorne habe ich keine Chance. Oh oh. Oh oh. Wollte der mich gerade attackieren? Oh, ich glaube, der andere attackiert jetzt den da vorne. Okay. Nee, er ist einfach nur an ihm vorbeigelaufen. Mann! Ich möchte eigentlich meine Eltern rächen. Okay, wir haben ja rausgefunden, damit kann ich... Oh, hey, geh mal weg. Soll ich es riskieren? Aber die sind zu zweit. Das sind zwei von der gleichen Spezies. Was macht... Hat er den gerade angesprungen? Entweder kämpfen die gerade oder sie machen... Hä? Der schwimmt auf dem an. Wow! Der ist gerade einfach weggeflogen. Ey, ich weiß nicht, was die da gerade machen. Und ich weiß nicht, ob ich das zu meinem Vorteil ausnutzen kann. Wow! Ich kann scheinbar springen. Aber fliegen kann ich nicht, oder? Vielleicht so eine Sprungattacke. Ich probiere es. Ist egal. Sprungattacke. Und dann direkt auf den... Okay, das hat nicht funktioniert. Okay. 3, 2, 1. Angriff! Was war das denn? Hä? Er hat mich instant weggerockt. Unsere Velociraptor-Hühnergattung ist ja mal ein kompletter Griff ins Klo. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, jetzt mal ehrlich. Hä? Ich habe ja gegen niemanden eine Chance. Außer gegen meinen Bruder. So, Leute. Ich würde mal spontan sagen, das war's mit diesem kleinen Dinosaurier-Simulator. Ich muss persönlich sagen, dafür, dass es eben so eine ganz, ganz frühe Version ist, hat das echt Spaß gemacht. Also muss ich ja ernsthaft zugeben. Meine Damen und Herren, wenn es euch ebenfalls Spaß gemacht hat, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, eine kleine Bewertung dazulassen.
Und ja, ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag und vor allem natürlich ein traumhaftes Wochenende. Denn das steht ja kurz vor der Tür. Leute, haut rein. Ciao, ciao.